Der Traum vom Fliegen. In Dernau wird er zumindest zeitweise wahr, denn der Ort hat nicht nur unter Ahrweinfreunden einen guten Klang, auch bei Gleitschirmfliegern ist das Dorf an der Mittelaa sehr wohl bekannt und geschätzt. Hartmut Schlegel, erfahrener Gleitschirmpilot, erklärt das Dernauer Revier so. Dernau ist ein sehr anspruchsvolles Fluggebiet. Das hat mehrere Gründe. Der eine ist, der Startplatz ist eine Schneise, wo der Wind wirklich genau von vorne kommt, damit man keine Verwirbelungen bekommt und vielleicht dann in Probleme gerät. Das zweite ist die Landung. Die ist auch sehr schwierig. Man kann sehen, dass der Fußballplatz von Bäumen umstanden ist. Je nachdem, wo der Wind herkommt, verursachen die Verwirbelungen. Und der Platz selber heizt sich in der Sonne auf und wird dadurch tragen. Das heißt, man kann den Landeanflug nicht gut kalkulieren, weil man vielleicht noch einen Heber kriegt und dann weiterfliegt, als man das ursprünglich gedacht hatte. Also zum Fliegen braucht man natürlich Sonnenschein, denn die Sonne heizt den Erdboden auf und dadurch bildet sich warme Luft über der Erde. Und diese Luft ist leichter als die Luft der Umgebung und steigt dadurch auf und bildet einen Aufwind. Und in diesem Aufwind können wir nach oben fliegen. Man kann das bei den Vögeln sehen, die manchmal im Kreis fliegen. Die haben dann so einen Aufwindbart, sagt man dazu, und schrauben sich darin nach oben. Und das ist die große Stärke von diesem Fluggebiet in Dernau hier, dass es hervorragende Thermik gibt, weil die Sonne den ganzen Talkessel aufheizt und der Nordwind, bei dem wir starten, diese warme Luft an den Startberg schiebt. Und dort werden wir nach oben getragen.